Willkommen zum WBG-Podcast. Mein Name ist Julia Burkhardt und ich bin Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität München. Heute habe ich das Vergnügen, mit Romedio Schmitz-Esser zu sprechen, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Und wir diskutieren heute über sein neues Buch um 1500, Europa zur Zeit Albrecht Dürers. Hallo Romedio. Hallo, grüße dich, Julia. Dein Buch, ich habe gerade den Titel genannt, um 1500, Europa zur Zeit Albrecht Dürers. Mich interessiert vor allem, warum gehst du gerade mit Dürer in diese Zeit um 1500? Was fasziniert dich an dieser Figur? Ja, es mag jetzt vielleicht ein bisschen romantisch klingen, aber das Bild in meinem Kopf war ein wenig das von der göttlichen Komödie und Dante, der mit Vergil durch die Unterwelt geht. Und so ähnlich hatte ich mir vorgestellt, dass man mit Albrecht Dürer an der Hand durch seine Zeit geht. Und die Idee, warum jetzt gerade Albrecht Dürer, die ist mir eigentlich in Venedig gekommen. Ich war Direktor des Deutschen Studienzentrums und das hat eine Besonderheit, dieses Centro, und zwar, dass es eben Künstlerstipendiatinnen und Stipendiaten und auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler. Und die sind immer wieder miteinander in Dialog gekommen und mir fiel auf, dass es besonders fruchtbar ist, wenn die künstlerische Perspektive auf die Geisteswissenschaften trifft. Und da dachte ich mir, eigentlich wäre das doch mal toll, wenn man das in die Vergangenheit transponiert und mal guckt, was passiert eigentlich, wenn wir das mal jetzt eben zum Beispiel mit der Zeit um 1500 machen. Das lag in Venedig vielleicht auch noch mal doppelt nahe und als Künstler eben habe ich Albrecht Dürer da recht rasch im Blick gehabt. Und ich glaube, er ist als Künstler eben jemand, der ein besonders aufmerksamer Betrachter seiner Zeit ist. Er muss die Zeit verstehen. Er muss ja auch etwas produzieren, was gekauft wird, was gewollt wird, was gewünscht wird. Gleichzeitig band er sie ins Bild und er macht daraus auch etwas Neues und schafft damit auch ein Bild für die Zeit selbst, die dann ihrerseits sich wieder transformiert. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Das ist eigentlich eine Beobachtung, die sehr tief in die Zeit selbst und in ihre Kultur sozusagen hineingeht. Und natürlich gibt es einen anderen Vorteil, den will ich auch nicht verschweigen. Die Quellen sind sehr reich zu Albrecht Dürer. Man hat sich in den letzten 500 Jahren immer für Albrecht Dürer interessiert und das führt eben dazu, dass auch sehr viele Quellen da sind seine Werke, die Schriftquellen, er selbst hat viel geschrieben und das ist auf uns gekommen, Briefe, Traktate, alles Mögliche. Und das fand ich eben spannend, dann auch aus diesem reichen Fundus schöpfen zu können. Dass das natürlich auch problematisch ist, ist auch klar, denn Selektion bedeutet ja auch immer, dass es Gründe gibt, warum genau das erhalten ist. Aber vielleicht können wir darüber ja später noch reden, was das für Schwierigkeiten für die Historikerin oder den Historiker aufwirft. Aber ich glaube, an sich erstmal ist das doch ein großartiger Startpunkt, um ein solches Buch zu machen und anzugehen, dass man wirklich eben aus den Vollen schöpfen kann, im wahrsten Wortsinn. Man könnte vielleicht sagen, dass dein Buch mehrere Heldinnen und Helden hat. Da ist einmal natürlich die Person Albrecht Dürers, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen wollen. Aber da ist auch im übertragenen Sinne die Zeit um 1500, die du ganz markant in den Titel geschrieben hast. Und genau diese Zeit wird ja häufig als Epochenübergang oder Epochenschwelle vom Mittelalter zur frühen Neuzeit beschrieben. Und auch in deinem Buch tauchen immer wieder solche Formulierungen auf, die zeigen, dass du die entsprechenden Diskurse natürlich sehr gut kennst. Wenn man das Buch jetzt nun auf der Website der WBG sucht, dann findet man es interessanterweise in der Rubrik Geschichte, und zwar neuere Geschichte. Würdest du denn sagen, dass Albrecht Dürer nun eine Figur der Neuzeit ist? Und ist diese Zeit um 1500 wirklich eine Epochengrenze? Ja, so richtig glücklich bin ich mit dieser Idee der Epochenwende eigentlich nicht geworden. Wenn man so möchte, könnte man sogar sagen, dass das Buch ein bisschen eine Ablehnung einer solch harten Wende darstellt. Also das, was ich eigentlich versucht habe zu zeigen, ist vielmehr, wie komplex und vielschichtig solch eine Veränderung sich darstellt. Also es ist ja klar, keiner ist am 1. Januar 1500 aufgewacht und hat sich gedacht, juhu, das dunkle Mittelalter liegt hinter mir. Jetzt kommt also die weiße, strahlende, großartige Neuzeit auf uns zu. Und das war mir ganz wichtig, das in dem Buch auch deutlich zu machen, wie sich das vielleicht dann aus dieser Zeit gesehen anfühlt. Keiner der Begriffe hat mich so richtig überzeugt, deswegen stehen sie auch alle nicht im Titel. Also ich finde Spätmittelalter, ja, das erinnert so an Huizinga, der Herbst des Mittelalters, da geht irgendwas zu Ende. Das ist dann schon, also natürlich auch nicht so gut, aber es ist vielleicht voll, aber letztlich überreif vielleicht auch. Die frühe Neuzeit, da schon was
was früh und neu, aber das sind auch alles Wertungen. Die Renaissance, das haben schon die Zeitgenossen sich als eine Wiedergeburt der Antike wahrgenommen, aber das ist letztlich eben auch ihre Erzählung darüber. Und was die Renaissance ganz genau ist, das könnten wir auch erstmal länger diskutieren. Also wenn wir nach Italien blicken, dann ist Dürer eigentlich schon nach der Renaissance. Also das ist eine ganz merkwürdige Zeiteinteilung, wenn wir die jetzt einfach transponieren nach Deutschland. Der Humanismus, auch das ist ein sehr vager Begriff, oder wenn wir auf das Zeitalter der Entdeckung anspielen, ja, das ist natürlich auch ein äußerst europäischer Blick auf die Welt, dass wir jetzt endlich Amerika entdeckt haben. Ja, also ich glaube, Sie alle diese Begriffe haben ihre Schwierigkeiten. Spannender finde ich die Sicht der Zeitgenossen. Und für die meisten Zeitgenossen, glaube ich, war das weit offener, was da passierte. Und auch Dürer erkannte durchaus, dass hier neue Dinge angestoßen werden. Er hat sich sicherlich als jemand in einer Zeit des Wandels wahrgenommen. Aber ich glaube, er hat diesen Wandel schrittweise und langsam eben miterlebt. Und meine leise Hoffnung in dem Buch ist eigentlich, dass man nach der Lektüre die verschiedenen Schritte auch sieht, dass man sich denkt, es ist nicht egal, ob etwas 1470, 1500 oder 1530 passiert, so wie 1970, 2000 oder 2030 für uns nicht egal ist. Ja, das wäre so meine stille Hoffnung, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich langsam die Dinge verschieben und verändern in dieser Lebensspanne von Dürer. Du hast es gerade schon angedeutet, komplex ist also nicht nur die Beurteilung dieser Zeit um 1500, sondern komplex ist auch die Figur Albrecht Dürers. Häufig wird er ja als ein großer deutscher Künstler beschrieben. Wenn wir uns aber nun mit seiner Familiengeschichte, auf die du im Buch auch immer wieder eingehst, näher beschäftigen, entdeckt man eine viel umfassendere und auch vielschichtigere Vergangenheit. Sein Vater, so hast du stark gemacht im Buch, stammte aus Ungarn und seine Familie kann wie so viele Familien in der Zeit eine Geschichte von Migration und sozialem Wandel aufweisen. Und im Untertitel wiederum deines Buches fällt nun das Wort Europa. Ist also ein Blick mit Dürer an der Hand als dein Wegbegleiter auch ein europaweiter Blick oder gar ein Blick über Europa hinaus? Auf die Frage gibt es wahrscheinlich verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, die erste wichtige Ebene ist die von der Rezeption seiner Person. Also natürlich in einer Nationalgeschichte wird er einen bestimmten Platz einnehmen. Das Problem an der Sache ist nur, wie bei aller Nationalgeschichte, dass das Konzept der Nation eigentlich so richtig erst im 19. Jahrhundert zur vollen Blüte gekommen ist und dass die Menschen hier um 1500 noch gar nicht wussten, dass sie auf diese Nation hinarbeiten auf eine gewisse Weise. Es ist allerdings schon so, muss man sagen, dass Nationaldiskurse um 1500 zu entstehen beginnen. Das gibt es schon. Gerade Dürer wurde auch von Humanisten wie Konrad Zeltis zu einem deutschen Künstler stilisiert, gegenüber italienischen Künstlern zum Beispiel. Trotzdem wäre das zu schnell geschossen. So gesehen ist, glaube ich, das Label Deutsch schon in mehrfacher Hinsicht auch falsch angewendet, wenn wir es aus dieser Perspektive sehen. Wie sieht es nun aber in seinem eigenen Leben aus? Und da denke ich, das ist eben genau, wie du es auch schon angesprochen hast, sehr international. Sein Familiennetzwerk ist sehr breit. Sein Vater kommt aus dem Königreich Ungarn eben und er hat dort Verwandte. Das ist die heutige Grenze zwischen Rumänien und Ungarn, die auch mit denen er auch weiterhin sicherlich in Kontakt geblieben ist. Er hat Familienmitglieder, die in ganz unterschiedlichen Städten sitzen, in Köln, in Krakau. Wir wissen auch, dass er da sehr enge Verbindung hinpflegt. Man schickt zum Beispiel die eigenen Söhne jeweils zu den anderen Verwandten hin, damit sie ausgebildet werden und so weiter. Das heißt, es ist ein sehr gutes Netzwerk, das auch natürlich nach Franken reicht. Etwa seine Großmutter stammt aus Weißenburg. Also es gibt ein breites Netzwerk und das ist eigentlich sehr typisch für die Zeit, gerade für Handwerker, auch für Kaufleute natürlich noch mehr, dass dieses Netzwerk so breit aufgestellt ist. Eine gewisse geografische Mobilität und Vernetzung war ganz normal. Normal und an der Tagesordnung, können wir sagen. Er ist da in keiner Weise irgendwie ein Sonderfall. Du hast ja jetzt gerade gezeigt, dass es ein ganz Europa überspannender Blick ist, den du da entfaltest und dass man natürlich nicht die Personen, die du in dem Buch betrachtest, nur in einzelnen Ländern verorten darf. Wie sieht es mit dem Blick über Europa hinaus aus? Bietet Albrecht Dürer uns da auch
eine Möglichkeit, eine neue Perspektive einzunehmen. Ja, also man muss sicherlich natürlich sagen, wenn man einen Begleiter wählt, dann hat der Begleiter auch Limitationen. Also nicht überall hin blickt Dürer. Also wenn er nach Italien oder in die Niederlande, also vor allen Dingen das heutige Belgien hinein reist, darüber schreibt, dann fehlt vielleicht sowas wie Frankreich, Großbritannien, viele Teile Europas. Über Europa hinaus aber war er eben durch die Netzwerke seiner Zeit sehr eng verbunden. Also die oberdeutschen Städte wie Augsburg und Nürnberg waren eben sehr eng verbunden. Einerseits mit den italienischen Handelsstädten wie Venedig, auf der anderen Seite eben gerade mit Städten wie Antwerpen, wo der portugiesische Handel, der sich langsam aber sicher über Afrika nach Indien hinausdehnte, auch zusammenkam. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für Albrecht Dürer. In diesem Sinne ist er mit der ganzen Welt auch verbunden. Er sah zum Beispiel in Brüssel den Goldschatz, den Hernán Cortés dem erzählten Herrscher Moctezuma abgepresst hatte. Von der Gewalt schreibt Albrecht Dürer dabei übrigens nichts, aber er ist äußerst fasziniert von den Goldwerken, die er da findet und von der Kunstfertigkeit, mit der sie angefertigt worden sind. Wir würden auch gerne mal einen Blick darauf erhaschen können. All das Gold ist allerdings eingeschmolzen worden später, sodass dieser Schatz verloren gegangen ist. Also er hat auch einen Blick nach Amerika wenden können, auch wenn er selbst nicht in Amerika war. Und das ist durchaus auch nicht untypisch für sein Lebensumfeld. Viele Leserinnen und Leser werden sich bestimmt sehr freuen, wenn sie den Titel deines Buches sehen und zur Kenntnis nehmen. Denn Dürer und seine Zeit sind bekanntermaßen ja seit Jahrzehnten, fast könnte man sagen, seit Jahrhunderten Dauerbrenner unter anderem der Kunstgeschichte und der Geschichte. Was würdest du sagen nach deiner Arbeit an dem Buch? Was sehen wir denn heute anders als beispielsweise vor einigen Jahrzehnten? Ja, natürlich hat sich der Blick auf die Zeit um 1500 wesentlich an vielen Stellen gewandelt. Unter den vielen Aspekten, die man da nennen könnte und die auch im Buch ja, wie ich versucht habe, zu beschreiben, würde ich vielleicht die Wahrnehmung und Nutzung der Natur und die Einstellung zum Tier nennen, bei der also ein ganz wesentlicher Unterschied da ist. Heute haben wir auch ein viel stärkeres Verständnis dafür, dass es etwa Raubbau an der Natur schon um 1500 gab und dass der auch schon solche Folgen hatte, dass man sich über nachhaltiges Wirtschaften ernste Gedanken gemacht hat. Etwa in der Waldwirtschaft in Nürnberg wird das ganz deutlich. Also man konnte diese sehr wertvolle Ressource Wald nicht einfach weiter sinnlos abholzen, sondern musste sich überlegen, wie wächst das wieder nach. Ja, und das hat unseren Wald bis heute wesentlich verändert und geprägt. Lange Zeit ist zudem, und das ist vielleicht so das Grundkonzept natürlich des ganzen Buches, der Blick auf die großen Herrscher und die großen Männer im Vordergrund gestanden. Das ist etwas, was ich in dem Buch ganz anders machen möchte. Es ist ja eine Kulturgeschichte, ein kulturgeschichtlicher Rundgang durch diese Zeit. Und dabei möchte ich auch auf die harte soziale Schere blicken, die sich gerade in dem Lebensumfeld von Albrecht Dürer ergeben hat. Und so entsteht, glaube ich, auch ein Bild in sehr kräftigen Farben von dieser Epoche, die auf jeden Fall von großen Gegensätzen geprägt war. Das macht sie aus meiner Sicht aber nur noch spannender und sie ist dadurch auch fremdartiger, was ich immer interessanter finde für den eigenen Blick, weil man auch sieht, wie anders vielleicht das Leben um 1500 gewesen ist als heute. Ich möchte genau da nochmal nachhaken. Den Leserinnen und Lesern des Buches, den künftigen Leserinnen und Lesern des Buches, darf ich schon jetzt verraten, dass Dürer in deinem Buch zwar eine wichtige Bezugsfigur ist, aber er ist vor allem ein Begleiter, an dessen Hand, wenn ich das so sagen darf, du durch diese Zeit gehst. Er ist keineswegs der unangefochtene Held einer Erzählung und wie du gerade gesagt hast, schreibt dein Buch auch keine klassische Geschichte großer weißer Männer. Das heißt, Dürer, auch wenn das manche vielleicht überraschen wird, erscheint gar nicht vordergründig als ein großes Genie, dem nur die Bewunderung zukommt. Was war denn für dich der überraschendste Befund bei dieser Perspektive, den du bei der Arbeit für dich entdeckt hast? Ja, also vielleicht gab es ja sogar mehrere solche neuen Ansätze. Aber ich glaube, den ich wählen würde, wäre der, der sich durch die globalen Perspektiven ergibt, die neuere Geschichtswissenschaft ja auch nahelegt. Und das fand ich sehr spannend, das auf Dürer anzuwenden. Etwa wenn wir an seinen Umgang mit Menschen unterschiedlicher Hautfarbe denken, das ist etwas, was wir relativ deutlich in einem postkolonialen Verständnis ganz anders sehen würden heute, als das noch die Generation vor uns gesehen haben. Und ich glaube, gerade der
Umgang mit der indigenen Bevölkerung in den Amerikas, in Indien, aber auch im subsaharischen Afrika. Das ist etwas, das noch weitere Reflexionen braucht und das ich auch versucht habe, in dem Buch deutlich herauszuheben, wie interessant, aber auch vielleicht verstörend auf eine gewisse Weise der Umgang um 1500 und die Entwicklung dort sind. Ein schönes Beispiel ist eine Zeichnung, die er gemacht hat von einer Katharina in Antwerpen, die er dort gesehen hat. Eine Frau, die er auch in seinem Tagebuch nennt, die offensichtlich ein dunkles Inkarnat hat und der er begegnet und sich die Frage stellt, wer sie eigentlich ist. Er nennt sie aber praktisch nur von dem Ort her, wo er sie trifft. Es ist eben der portugiesische Faktor in Antwerpen, bei dem er auf sie trifft. Und in der Zeichnung kann man sehr wenig über diese Person eigentlich letztlich erfahren. Wenn wir aber überlegen, wo er ihr begegnet, dann ist das eben genau an einer Stelle, wo der, sagen wir sozusagen, ein Sklavenhandel, der schon der Vorläufer des späteren transatlantischen Sklavenhandels ist, aus unserer Retrosicht können wir das sagen, endet zu diesem Zeitpunkt. Und es macht durchaus Sinn, in Katharina eine Sklavin von diesem portugiesischen Faktor zu sehen. Und das finde ich jetzt sehr spannend, wenn wir dann wieder angucken, was so über Dürer geschrieben wird. In einem deutschsprachigen Diskurs wird immer wieder davon geredet, es sei die Magd dieses portugiesischen Faktors. In den englischsprachigen Büchern, die es dazu gibt, ist sie durchgehend als Slave bezeichnet. Und was nun wirklich tatsächlich wahr ist, welchen Status sie gehabt hat, das können wir, soweit ich sehe, an den Quellen gar nicht genau ablesen. Umso spannender, dass eben diese beiden Diskurse sehr einhellige Urteile fällen. Auch wenn die Sklaverei das wahrscheinlichere Verdikt ist, was hier vorliegt, ist das einfach ein interessanter Punkt, wo wir auch sehen, wie unsere eigenen Sensibilitäten sich erst langsam entwickeln. Und ich glaube, dahinter steht ein noch viel interessanterer Diskurs, nämlich die Frage, wie weiß wir uns eigentlich Nürnberg zum Beispiel in dieser Zeit um 1500 wirklich vorstellen. Eine zweite Skizze, die Dürer macht, zeigt das noch deutlicher. Hier hat er einen Mann skizziert mit dunkler Hautfarbe, von dem wir überhaupt gar nichts wissen, außer dass es ein Bild gibt und das datiert ist, in einer Zeit, in der Dürer in Nürnberg gewesen ist. Und man hat nun versucht, das umzudatieren in die Zeit, wo er in Venedig war, weil da weiß man ja, da gab es Sklaven und da macht es doch viel mehr Sinn. Und man hat sich Fürsten vorgestellt, in deren Umfeld diese Person nach Nürnberg gekommen ist. So ganz eindeutig scheint mir einfach nicht die Frage geklärt zu sein, wie sieht es denn aus? Vielleicht ist diese Bevölkerung viel vielschichtiger, komplexer in Nürnberg um 1500, als wir uns das vorstellen wollen. Nur ein Beispiel, schon 1466 erlaubt Friedrich III. Den Kaufleuten aus Genua, dass sie Sklaven ins Reich verkaufen dürfen. Also insofern muss es die auch gegeben haben, sonst brauche ich kein Privileg dafür. Also etwas, das, glaube ich, auch in der deutschen Medievistik noch wenig diskutiert worden ist und über das wir auch weiter nachdenken können. Ein weiterer Aspekt, der mir bei Katharina besonders interessant erscheint, ist auch, dass sie natürlich die Erfahrungen einer Frau macht in dieser Zeit und als Sklavin oder auch als Magd. Vielleicht macht das in solch einer hierarchischen Welt übrigens gar keinen so großen Unterschied. Gehörte wohl auch sexualisierte Gewalt zu ihrem Erfahrungshorizont. Auch ein Thema, das ich im Buch aufgreife und versuche zu zeigen, dass hier auch sehr unterschiedliche männliche und weibliche Erfahrungen in der Lebenswelt um 1500 vorhanden sind. In der Tat spielen in deinem Buch neben zahlreichen Männern auch Frauen eine ganz prominente Rolle und vor allem das Verhältnis von Männern und Frauen. Und das bringt mich dazu, einmal einen anderen Blick auf Albrecht Dürer zu werfen. Er wäre nicht ohne seine Familiennetzwerke und vor allem nicht ohne seine Frau Agnes zu denken. Und hier möchte ich dich zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Wie wäre es denn gewesen, wenn du das Buch aus ihrer Perspektive, also aus der Perspektive von Agnes Dürer geschrieben hättest? Also gewisserweise ein Buch um 1500 Europa zur Zeit von Agnes Dürer. Ja, also tatsächlich hatte ich auch überlegt, das Buch von einer Frau ausgehend zu schreiben. Hab dann aber gesehen, dass einfach bei Albrecht Dürer die Quellenlage fantastisch ist und die Möglichkeiten, die sich da ergeben, großartig. Und da kommen wir vielleicht wieder an den Anfang zurück mit meinem kleinen Einwand, dass diese großartige Quellenlage ja auch immer irgendeinen Grund hat. Ja, also man hat sich eben für den Mann Albrecht Dürer mehr interessiert als für seine Frau und deswegen sind auch seine Zeugnisse
Weise besser erhalten. Das hätte also Probleme ergeben, ein solch breites kulturhistorisches Panorama aufzuziehen. Das müsste man zunächst einmal lösen. Aber ich habe mich bemüht, in dem Buch sehr stark weibliche Perspektiven einzubinden. Sie kommen immer wieder vor, an ganz unterschiedlichen Stellen, vor allen Dingen am Anfang des Buches, in den Kapiteln, wo es um das Familienleben geht, um Ehen, um Sexualität, um Fragen der Geschlechterrollen. Die werden sehr ausführlich behandelt. Auch die unterschiedlichen Lebenswege, die gerade in der Jugend Jungen und Mädchen genommen haben um 1500. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der für uns geradezu erschreckend auch ist, dass man hier auch sehr unterschiedliche Maßstäbe angesetzt hat. Also für eine Erbtochter von Burgund, Maria von Burgund, die später Kaiser Maximilian, also den Maximilian den Ersten heiraten wird, der dann noch nicht Kaiser ist natürlich, für die ist belegt, dass zu ihrer Taufe einige männliche Angehörige gar nicht kommen wollten, weil es ja nur ein Mädchen ist. Ja? Also eine der wichtigsten Erbtöchter in ganz Europa. Und man sich schon fragt, was ist das für eine Welt und was ist das für ein Gedankengut, das dahinter steht. Aber ich glaube, es geht um mehr. Es geht auch darum, zu zeigen, dass Paarbeziehungen eben komplex sind und dass sie eben nicht einfach so wie in der Romantic Comedy oder auch dem Historienschinken entweder Liebeshochzeiten oder Familienzwänge bedienten, sozusagen, sondern dass sie eigentlich dazwischen stehen, in ganz anderer Logik folgen. Soziale Stellung und Überleben zum Beispiel hängen oft viel enger miteinander zusammen, als wir uns das vorstellen können. Also freie Wahl bedeutet ja auch immer, dass ich auch materiell frei bin. Das ist ja ganz oft gar nicht der Fall. Also ein Betrieb wie der Dürers konnte nur funktionieren, zum Beispiel mit einem Mann, der lange Jahre in Venedig war. Ja, das konnte nur funktionieren, wenn auch eine starke Frau da war, die zum Beispiel die Geschäfte zu Hause gemacht hat. Und sowohl Dürers Mutter als auch seine Frau sind beide solche Frauen gewesen. Als Dürer später mit seiner Frau eine Reise in die Niederlande macht, kennt der Zöllner am Rhein seine Frau, nicht ihn, weil ganz offensichtlich sie über die Messe in Frankfurt sogar hinaus selbstständig entschieden hat, wo sie noch Drucke verkaufen kann und dort auch selbst die Zöllner kannte. Also ganz offensichtlich sehr selbstständig auch hat handeln können. Das alles soll aber jetzt nicht in eine Sicht der Zeit um 1500 verleiten, in der Mann und Frau völlig gleichberechtigt oder gar nach unseren Vorstellungen miteinander zusammenlebten. Ganz im Gegenteil, es gibt einen sehr scharfen, sehr frauenfeindlichen und paternalistischen Diskurs und Dürer gehört auch dazu. Wenn er mit Freunden schreibt, zusammen ist, dann scheint er ganz offensichtlich auch sehr ausfallende Dinge über seine Frau zu sagen. Dafür haben wir Belege. Allzu stereotyp sollten wir aber vielleicht überhaupt und generell nicht in diesen Geschlechterrollen vorgehen. Ich glaube, ein schönes Beispiel, was mir als Historiker aufgefallen ist, beim Blick auf auch die kunsthistorische Auswertung vieler Werke. Es gibt Bilder, wo die Agnes das Gesicht der heiligen Anna leiht und man hat es immer wieder darauf hin interpretiert, dass man gesagt hat, okay, gut, eigentlich hatte sie ja keine Kinder, also ist sie ja nach den Maßstäben der Frau auch keine vollwertige Mutter, keine Frau, wie sie sein sollte. Die Ehe ist irgendwie in dieser Hinsicht aus der Sicht der Zeitgenossen vielleicht dysfunktional. Ich sehe in den Quellen diese Dysfunktionalität nicht. Sie scheint dort eigentlich gar nicht auf. Sie ist auch stark von uns in diese Zeit hinein imaginiert, die wir vielleicht auch diese Zwänge haben wollen. Also vielleicht war schon damals die Wahlmöglichkeit, auch Geschlechterrollen unterschiedlich auszuleben, einfach sehr breit. Und deswegen tun wir uns schwer damit, das in eine Nussschale zu packen. Geschichten wie diese zeigen uns ja und verdeutlichen auch denjenigen, die dein Buch noch nicht gelesen haben, dass es in deinem Buch zwar immer wieder auch um große Entwicklungen und politische Entwicklungen geht, dass du ja aber explizit mit deinem kulturgeschichtlichen Ansatz versuchst, historische Nähe aufzuspüren und in den Mittelpunkt zu rücken. Wie siehst du das? Ist das eigentlich mehr Chance oder vielleicht auch gerade für unsere Zunft in der heutigen Zeit Herausforderung? Also anders gefragt, ist nicht die Suche nach vermeintlich einfachen Wahrheiten und einer vermeintlich klaren, direkten historischen Nähe auch immer verführerisch und damit auch ein bisschen irreführend? Ja, klar ist das eine Falle und auch eine Herausforderung, mit der wir alle irgendwie, die historisch erzählen, leben müssen. Erzählen ist immer verraten auf eine gewisse Weise, weil man natürlich Dinge weglassen muss und andere betont. Aber zunächst einmal ist das Buch ja für eine größere Gruppe von Menschen gedacht, die das Buch anschauen wollen und vielleicht auch gerade dieses Gefühl der Nähe
haben möchten, um sich entführen zu lassen mit Albrecht Dürer. Und dann nehme ich das auch ganz wörtlich. Er nimmt einen bei der Hand mit in seine Zeit und wir blicken durch seine Augen dadurch. Auf der anderen Seite bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, ob nicht Historikerinnen und Historiker auch hinter allen ihren methodischen Überlegungen doch eigentlich letztlich die Nähe zu diesen Menschen besonders schätzen. Ich finde, das hat am schönsten der französische Historiker Marc Bloch einmal beschrieben, als er gesagt hat, dass der gute Historiker dem Menschenfresser gleicht. Also man findet ihn überall dort, wo es nach Menschen riecht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich würde sogar so hart sein und sagen, mich interessiert eigentlich nicht Papierschnipsel und Steinfragmente, sondern eben die Menschen. Auch wenn am Schluss die Quellen, die ich sehr aufmerksam und enthusiastisch erforsche, oft nur Papierschnipsel und Steine sind, aber eben um an die Menschen heranzukommen, tue ich das. Und das ist ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck sozusagen. Ganz offensichtlich hat dich Albrecht Dürer sehr fasziniert und ganz offensichtlich bist du ihm in diesem Buch auch sehr nahe gekommen. Wie wäre dein Fazit nach der Arbeit an diesem Buch? Ist er dir jetzt eigentlich sympathisch geworden oder hast du ein differenzierteres Bild? Hast du kritische Aspekte an ihm entdeckt, die dir vorher unbekannt waren? Naja, es ist schon ein komplexerer Dürer. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie wenn man einen Bekannten kennenlernt. Also mir kommt vor, dass man ihn natürlich besser kennenlernt und dann sieht man auch Dinge, die man nicht so gerne gesehen hätte oder die einem suspekt sind. Also ein schönes Beispiel wäre vielleicht die Ausklammerung der Armut oder dieser dezidierte Blick des Städters, der immer wieder das ländliche Leben nur von außen sieht und auch oft despektierlich anschaut. Das sind so Dinge, die natürlich vielleicht auch den eigenen Blick konterkarieren. So, das tut ja immer ein bisschen weh, ja, also das will ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch interessant. Da sieht man natürlich auch immer in der Reflexion irgendwie etwas über die Gegenwart gespiegelt. Aber das ist sicherlich etwas, wo er einem nicht sympathisch ist. Auch dieser stetige Blick nach oben sozial in die Elite, auf einen Abnehmerkreis seiner Werke, auf die Gebildeten, die das dann auch kaufen werden, was er da macht. Auch der eigene Wunsch nach sozialem Aufstieg. An einer Stelle sagt er einmal, dass seine Vorfahren noch das Vieh gehütet hätten in Ungarn. Und dann sieht man schon, wie stolz er darauf ist, jetzt aufgestiegen zu sein. Das macht ihn nicht unbedingt sympathischer. Auf der anderen Seite, sympathischer wird er vielleicht dort, wo er ein doch auch sehr vorsichtiger Zeitbeobachter gewesen ist. Ein schönes Beispiel wäre die Religion. Also in der Zeit aufziehender Konfessionalisierung bleibt Dürer uneindeutig. Er sammelt gleichzeitig die Schriften Luthers, ist also sehr aufmerksam, was die neuen religiösen Diskurse angeht. Andererseits kauft er auch eifrig Rosenkränze und ist offensichtlich also auch Vertreter der alten Frömmigkeit. Und was er nun ganz genau ist, können wir nicht sagen, weil er uns da nicht in die Karten blicken lässt. Und da ist ein vorsichtiger, bedachter, ja vielleicht sogar ein kluger Albrecht Dürer zu erkennen. Und das finde ich ist eine interessante Seite an ihm, die ich zum Beispiel so auch nicht erwartet hätte, als ich das Buch begonnen habe. Vielleicht bestätigt das deinen Ansatz der historischen Nähe aus einem Begleiter. Albrecht Dürer wird dann, wie du eben gesagt hast, ein Bekannter, mit dem man mal gerne seine Zeit verbringt und dessen Meinung man manchmal auch nicht gut ertragen kann. Ich möchte dich zum Abschluss bitten, uns noch einmal mitzunehmen in deine Werkstatt. Der Hintergrund ist, dass viele Leserinnen und Leser immer fragen, wie entsteht denn eigentlich so ein Buch? Und in diesem Fall interessiert mich das ganz genauso. Dein Buch, das darf ich vielleicht vorab verraten, besteht aus 50 Kapiteln. Und jedem Kapitel, das einem bestimmten Thema gewidmet ist, ist eine Abbildung mit einem Werk Dürers vorangestellt. Das sind Zeichnungen, Holzschnitte, kolorierte Werke etc. Also aus der ganzen Vielfalt hast du geschöpft. Warum sind es denn eigentlich genau 50 Kapitel geworden? Und wie hast du aus dem gewaltigen Bildwerk Dürers die einzelnen Bilder für diese Kapitel ausgewählt? Ja, also die Idee dazu, warum gerade 50 Kapitel, kommt eigentlich aus den Erfahrungen während der Corona-Zeit. Da habe ich einfach gemerkt, dass lange Geschichten für Studierende, zumal wenn sie digital zuhören, ganz schwierig zu ertragen sind. Mit unserem Podcast, wenn ich das richtig sehe, sind wir auch schon relativ weit gediehen. Oft reicht vielleicht die Spanne gar nicht dafür. Und mein Ziel war es, kleinere Häppchen zu machen. Das ist hier auch das Ziel. Also es gibt Kapitel, die man gut vorm Schlafengehen noch lesen kann und
dann kann man überlegen, dass man dann eben sagt, ach, ich finde das eigentlich noch ganz spannend, das kann ich noch ganz schnell sozusagen konsumieren. Das war also ein ganz praktischer Grund. Der andere Punkt ist der, dass man sozusagen die Breite der Kulturgeschichte ganz schwer sonst abbilden kann. Ich glaube, so kann man tatsächlich dem Leben folgen, in ganz unterschiedliche Taschen sozusagen hinein, Aspekte des Lebens sich anschauen. Eben einen Tag ist man am Marktplatz mit Albrecht Dürer, einen anderen Tag steht man gedanklich auf dem Schiff nach Amerika. Also das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die sich da geben. Und zur Bildauswahl, die ergab sich meistens eben aus den Themen. Ich habe immer überlegt, was könnte man denn da nehmen? Und da ist es dann ganz interessant, dass es dann doch auch nicht so viele Möglichkeiten gibt, genau das für dieses einzelne Kapitel zu haben. Ganz oft hatte ich eigentlich eine logische Wahl, was es sein könnte. Manchmal gab es natürlich zwei oder drei Konkurrenten im Rennen, das ist schon auch klar. Aber mein Ziel war auch hier eben gerade keine kunsthistorische Erzählung zu machen. Das soll ja nicht vollständig sein. Das gibt es alles schon und das kann man auch besser woanders nachlesen. Aber vielleicht zum Beispiel die Skizzen, die kleinen Doodles, die er in seine Briefe an Pirkheimer hineingebracht hat, die kommen auch an einer Stelle vor, etwa wenn es um Humor in der Zeit um 1500 geht. Das sind Sachen, die ich gerne ausgewählt habe, um auch mal was anderes zu zeigen, auch eine andere Seite an dieser Person, die vielleicht eben unbekannter und weniger das Genie, sondern mehr den Menschen Albrecht Dürer in den Vordergrund stellt. Es sind also, so könnte man vielleicht zusammenfassen, kleine Episoden, die zusammengenommen eine ganz große und faszinierende Zeit in Europa und darüber hinaus entfalten und die sicherlich vielen Leserinnen und Lesern zahlreiche Anregungen geben und viel Vergnügen bereitet wird. Vielen Dank, Romedio, für dieses Gespräch. Mein Name ist Julia Burkhardt und ich habe mit Romedio Schmitz-Esser über sein neues Buch um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Dürers gesprochen. Thank you.